Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen. Heute habe ich. Jo. Ich bin jetzt hier im Hof, habe noch den Long Reach geladen. Ich habe Samstag keine Zeit gehabt, hier hochzukommen. Den lade ich jetzt ab. Dann sattel ich um. Dann schiebe ich zusammen. Dann hänge ich die Mittelachse hoch, dann fahre ich meinen Tieflader runter nach Memmingen. So ist mal der Plan heute. Es gibt einen langen Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, heute Abend nach Hause. Sehen wir dann. Ich denke, dass ich so gegen 7.30 Uhr losrolle, dann, wenn die Autobahn frei ist, fahre ich gute 4,5 Stunden runter. 4 Stunden 10. Je nachdem. Ja, ich werde nicht über Pforzheim fahren, das brauche ich mir gar nicht antun. Ich werde über Heilbronn rollen. Ich weiß nicht, wie da die Verkehrslage momentan ist. Dann die A81 runter. So werde ich fahren. Und leer. Ich bin ja solo dann. Dann schauen wir mal. Dann wird ja auch dann heute Abend 17 Uhr sein, bis ich dann. Quatsch, so spät nicht. Es wird auf jeden Fall Nachmittag, ich schätze mal mindestens 13 Uhr sein. Bis ich dann zurückrolle und dann werden wir mal gucken, ob ich es noch schaffe nach Hause. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Also ich lade den jetzt erstmal ab und dann gucken wir mal. Bis gleich. 20 nach 9. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht mit meiner ersten Fahrzeit runterkomme. Navi bin ich um 11.34 Uhr da, habe jetzt halt noch die paar Meter Stau. Stau wird sein, weil alles jetzt hier rumfährt. Die A8 ist irgendwo zwischen Pforzheim und Stuttgart gesperrt. Ja, und deshalb fährt halt vieles hier rum. Ich habe noch 2 Stunden und 16 Minuten oder so. Brauche ich noch an Fahrzeit und haben tue ich noch 2 Stunden. Also ich komme bis auf, sage ich jetzt mal, ich werde auf einen der letzten Parkplätze vor der Ausfahrt werde ich fahren. Dann brauche ich noch etwa 20 Minuten bis zur Goldhofer. Also ich mache mir keinen Kopf, das wird, wenn alles relativ normal läuft, auf dem Rückweg nicht zu viel Stau ist. Und dann reicht auch die Fahrzeit bis heim, also da mache ich mir gar keinen Kopf. Wenn ich jetzt natürlich eine Stunde Stau habe, wird schon wieder doof. Aber gut, ist halt so. Ich weiß nur, wenn ich nur noch eine Viertelstunde, 20 Minuten zu fahren habe, bis nach Hause, dann fahre ich auch durch. Also da kenne ich nichts. Habe in der Schule schon nichts gekonnt. Jo. Aber erst mal runterkommen, gucken, ob das da klappt, ob ich da gleich abstellen kann irgendwo, dass ich da nicht so viel durch den Hof fahren muss, da nicht so viel Fahrzeit verdrödel quasi. Ja, wird schon. Viertel nach 12 haben wir es. Thank you.
Stück, das lief einwandfrei. Das also, wenn so die ganze Zeit gelaufen wäre, dann. Alter, was ist denn hier los? Alter. Flussdrucken gelegt hier. Wenn das so die ganze Zeit gelaufen wäre, dann ja, müsste ich mir keine Gedanken machen. So will ich erstmal gehen. Aber es könnte doch reichen. Könnte doch reichen bis nach Hause. Vielleicht noch so knapp 5 Stunden werde ich noch haben und dann, also unter normalen Umständen passt es auch. Ich weiß halt nicht, was dann verkehrsmäßig los ist. Das ist halt na, große Unbekannte. Jetzt fahre ich doch etwa 10 Minuten. Oh, sorry, Sabo. Entschuldigung. Wieder nicht mehr wach zu kriegen heute. Bin, wie gesagt, ich hoffe, das geht relativ schnell, dass wir da mal um den Tieflader laufen, dass ich mal alles sage, was gemacht, also nicht was gemacht werden soll, sondern was halt defekt ist, was ich halt weiß. Und wenn wir das alles machen, ja, und dann halt wenn wir dann fertig sind, dass ich den abstellen kann und dann Richtung Heimat. Keine Ahnung. Mal kein Fahrzeug hinter mir, oder? Mal kein Fahrzeug hinter mir. Nur egal. Dass ich nicht noch, dass es nicht heißt, ich kann erst morgen früh Leiter bringen oder so. Das wäre natürlich richtig bescheiden. Mein Gott, wenn es so wäre, wäre es so, ja. Überhaupt kein Thema. Aber am Telefon, laut meiner Werkstatt, hieß es, wir können den heute vorbeibringen. Also denke ich, das wird alles hinhauen. Ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß ja nicht, ob das der Tiefleiter war oder ob das ein anderer war. Da war ich auch ja so diese Zeit hier. Nee, stopp, da war ich abends spät, da war ich richtig spät, da war ich gegen 15.30 Uhr oder was heißt spät, war halt Nachmittag. Die Werkstatt war schon zu und ich bin dann angekommen und dann durfte ich nicht abstellen. Ich musste dann ins Gewerbegebiet fahren, musste die Nacht da verbringen und morgens dürfte ich dann kommen und erste Tieflader abstellen. Das wird hoffentlich nicht passieren heute. Ich denke, es wird ein bisschen Platz sein. Der Hof ist immer voll dort. Ja, das ist halt so, der ist wirklich. Ja. Halt auch nicht so viel Platz, ja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist immer voll. War hier keine 30, hier war doch immer 30, keine Ahnung, ach da ist das erst, sorry.
Ach ja. Jetzt habe ich 4 Stunden 31 Gesamtlenkzeit. Ich hoffe, dass ich mit, wie gesagt, dass ich mit 5 Stunden Lenkzeit wegkomme hier. Und dann habe ich auch noch 5, dass ich nach Hause ballern könnte. Wie doch in die Wirtschaft. Schauen wir mal. E-Bike fühlt mich nett, werde ich nicht machen dürfen. Großes Betriebsgeheimnis. Nach der Ampel vorne etwa 200 Meter geht es rechts ab. Ja. War ich hier alles durchgeguckt, also Lenkung definitiv. So, das rechts war, jetzt kommt von links was. Die mich voll quasi rausgelassen hat. So, ja, jetzt geht's wieder ab Richtung Heimat. Mit mindestens 3 Wochen dauern. Bis wir den wieder abholen können. Oder halt wie sie dran gehen. Keine Ahnung. Ja, aber solange wie es dauert, ist es halt. Es muss halt gemacht werden. Machen wir schnell an der Tankstelle. Es ist 18.33 Uhr. Wie gesagt, gleich wieder vollgetankt. Ich stelle jetzt nur das Fahrzeug in die Halle. Habe noch keine 9 Stunden Fahrzeit. Ja, also das erstaunlicherweise.
obwohl ich heute Mittag schon mit einer halben Stunde losgefahren bin. Das reicht mir bis. Ich muss nur kurz warten, ist noch keiner. Die Anzeige ist noch nicht umgesprungen. Ah, okay. Okay. Ja, ich hab gerade was gesehen. Alles gut. Oh, die Chevin steht schon da. Die Chevin steht schon da, die holt mich ab. Und ich bringe das hier noch um jetzt. Mensch, kann doch nicht sein, dass das so lang dauert. Also doch. Oh, ich bin noch unter neun Stunden. Das hätte ich nicht gedacht, aber gut. Ist so, wie es ist. Dann geht's morgen früh, geht's weiter. Was es gibt, weiß ich nicht. Sehen wir morgen früh. Dienstagmorgen haben wir es. Gerade an der Werkstatt habe ich ein bisschen Öl nach gefüllt. Jetzt fahre ich rüber in den Hof, sattel Vierachse auf, dann fahre ich lade ich erst noch den Long Reach ab, den habe ich ja immer noch geladen. Dann fahre ich nach Ingelheim, lade 726 Planierraube. Den Long Reach abgeladen. Ich muss ja jetzt die 726 laden. Ja, habe ich ja schon mal gezeigt mit dem Vierachser Rampe, mit dem Vierachser, mit der Baggerbrücke ist das einfach Mist. Weil die Raube steht innen auf der Brücke, steht die 2-3 cm auf dem Metall. Ja, die Ketten legen sich dann zwar außen drauf, aber ich muss halt immer jede Menge Holz und Gummis und was weiß ich was unterbauen. Ich hänge jetzt einfach, ich sattel jetzt nochmal um. Mach den Rampentieflader drauf und mit dem fahr ich dann runter. Du machst einfach Rampe runter, fährst die Raupe drauf und fertig. Hätte ich heute Morgen gleich denken können, aber manchmal ist das halt auch Glückssache. Mache ich das jetzt nochmal. Kleinere Planänderung.
Also ich habe noch nicht umgesattelt. Ich habe immer noch meinen Vierachser drauf. Fall auch nicht Ingelheim, sondern fall drüber nach Ramstein. Da steht eine Walse, die soll ich nach Hause holen. Macht Sinn, dass man nur durch die Schlaglöcher fährt, ja? Irgendwie schon, ne? Wenn man extra die Fahrbahn verlässt, alles gut. Ich habe gesagt bekommen, Ramstein, ich gehe davon aus, dass die hier auf der Baustelle steht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Der 56 muss definitiv noch diese Woche gefahren werden. Wobei dann auch bestimmt nächste Woche mein Kollege fahren würde. Ja, aber der muss, weil ich halt nächste Woche Urlaub habe. Und ich sag mal, unsere Heeresführung hätte gerne, dass der noch diese Woche gefahren wird. Wie gesagt, Genehmigung ist da, ist nur noch nicht alles abgeklärt irgendwie, wie es jetzt halt gemacht wird. Weil du kannst ja auch nicht einfach mit 3,50 Meter Breite bei der Amis quasi aufschlagen und sagen, hallo, ich will da rein. Das muss ja auch ein bisschen vorher geplant werden, wie das Ganze dann läuft. Ach, dann gleich Radenz. Okay, doch nicht. Ja, kann man halt auch nicht einfach so machen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich bin noch kochen diese Woche. Jetzt ist weit und breit keine Fahrbahnmarkierung da und du fängst an zu radeln, Kollege. Alles gut. Ja, mir geht's auch manchmal so. So, ja, wenn es jetzt nicht so neblig wäre, würde ich jetzt hier unten die Baustelle sehen. Und könnte sagen, ja, ich bin richtig oder ich bin nicht richtig. Stein. Oh. Den haben wir erwischt. Oh. So. Aber ich könnte doch hier oben stehen bleiben quasi, ne? Steht hier überhaupt hier? Man könnte auch hier oben stehen bleiben, könnte hier oben laden.
und dann quasi wieder rückwärts zurück, dann hier wieder zurückfahren und selbe Weg wieder raus. Ja, da ohne kann ich nicht stehen. Definitiv nicht. So, ich kann dann noch ein Stück zurück, weil ich werde niemand stören. So, laufe ich einfach mal davor gucken. Laden. Boah. Anstrengend, warum ist das heute so schwül draußen, so drückend so. So, sorry. Es hat ja bald ein Ende. Mit dem lauten Blinken. Dann wird es nächste Laute sein, weil ich unangeschnallt fahre. Das macht dann richtig Wellen. Fährt der hier hoch oder bleibt der unten stehen hängen? Der fährt hier hoch. Ne? Dann lassen wir den noch. So, Fahrhöhe wird, denke ich, passen. Größte Walze. Kollege gestern Morgen hierher gefahren. Ei, ei, ei.
Gewerbegebiet, ne? Das wird spaßig jetzt. Das wird spaßig jetzt hier raus. Also, ob die, sorry, scheiß Verkehrsinsel da jetzt irgendwie sein muss. Unter aller Sau. Abgeschmiert alles. Und jetzt habe ich hier die 14 Tonne geladen. Fahre ich jetzt noch rüber, hole noch einen Löffel. Und dann fahre ich mit dem nach Rupertsweiler. Alles verpennt hier. So. Hier ist der quasi, ich bin im Nachbarort vom Beckenhof. Beckenhof ist der Hof mittendrin im Wald, wo ich die Planierraube letzte Woche hingefahren hatte. Ja, fährst du hier raus? Sorry, fährst du hier auf die PC-Richtung Pirmasens und fährst dann die nächste wieder raus. Und Rupertsweiler ist jetzt quasi die andere Richtung, Richtung Landau auf die B10 und dann auch die nächste raus. Wenn ich in der Straße, wo ich dann ablade, falls ich reinfahren kann, wenn ich da einfach weiter geradeaus fahre und dann komme ich ebenfalls auf diesen Beckenhof. Ich muss
vorbei. Gibt's überhaupt gar keine. Scheißegal, ob Überholverbot ist oder nicht. Ich muss vorbei. Ja. Busblockfahrer sind da ein bisschen skrupelloser. So. Jetzt fahre ich hierher, dann bleibe ich mal vorne dran stehen. Dann muss ich eine Nummer wählen. Muss halt jemand anrufen. Der dann quasi mit dem PKW vorkommt und mich abholt. Ich weiß halt nur noch nicht, fahre ich hier gleich die erste rein, mein Gefühl sagt mir, fahr die zweite hinein rein. Es gibt hier noch Ortseinfahrt und es gibt ein paar hundert Meter weiter, gibt es noch eine. Wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, nimm die zweite. Nirgendwo parken, ne? Ich fahre hier einfach jetzt mal rechts rein. Doch, da über, ich kenne wahrscheinlich den. Die Frage, soll ich hier wirklich durchfahren oder nicht? Ich fahre hier rein und bleib einfach hier vorne stehen. Kann nicht mehr wie falsch sein. Guck mal, dass ich so weit vorfahre. Ach, da ist er ja mein, da ist ja schon mein Taxi. Also, sieht enger aus, wie es ist. Vorne stand ein LKW eben gerade drin, der holt einen Container raus. Kann sein, dass ich kurz warten muss. Bus ist hinter mir, okay. Oh, da steht hier noch der Kollege. Der Kommodi. Jo. Guck mal nach Dach oben, das muss auch reichen. Das reicht, alles gut. Da dachte ich eben, dass es ein bisschen enger wird, aber alles im grünen Bereich. Jetzt natürlich der Dreieck sehr besser gewesen hier rein, aber ist halt nicht. Wird auch noch, ich denke mal,
3 Wochen, vielleicht sogar länger dauern, bis der wieder da ist. Wobei, vielleicht, bis ich das ausstrahle, ist er vielleicht schon wieder da. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, hier vorne fahre ich dann rechts hoch. Ist alles noch gut. Ich kann da oben drehen irgendwo. Dankeschön. Hier über den Bordstein vorne. Alles gut. So. Der Bagger muss die zweite Einfahrt. Ja, die zweite Einfahrt, die zweite Straße muss der rein. Da vorne ist ein großer Wendehammer. Am Ende der Häuser, am Ende der Straße. Hier muss der Bagger rein. Und die Baustelle, das ist eine Einbahnstraße und die Baustelle ist ganz am anderen Ende hier. So. Ich weiß nicht, ob ich hier um die Wände habe, ob ich hier rumfahren soll. Oder ob ich nicht einfach hier vorne. So, wo ist das weiße Fahrzeug hinter mir? Das weiße Fahrzeug weg? Ja, gut. Dann fahre ich einfach, dann drehe ich einfach hier rum, lade hier irgendwo ab und werde mich irgendwo rückwärts daneben reinstellen müssen. Hier rein und rückwärts hier raus. Eigentlich war mein Plan jetzt, dass ich rückwärts hier reinfahre. Hier rechts der Feldweg rein und dann hier wieder rückwärts dann den Bagger ablade und dann, keine Angst, Papi, macht dir nichts am Auto. Ein bisschen über die Wiese, der Bordstein, ist leider so. Ich muss mal kurz öffnen. Ich werde mal die Rübe raushalten.
Fernbedienung aus der Hand geschlagen hier. Sau. So, ich glaube, ich werde hier stehen bleiben. Ich werde hier stehen bleiben, hänge ab. Dann fahre ich noch ein bisschen an die Seite. Kam gerade ein Auto durch, ne? Darüber werde ich nicht mehr fahren können. Ja, ich glaube, ich bleibe hier so stehen. So, ich habe vergessen zu filmen. Lauter. Hier ist eine Einbahnstraße, also mir kann keiner entgegenkommen. Normalerweise. Nicht, ob ich den Löffel hier hinlege. Sehe ich rechts nichts, ne? Hier am Außenspiegel. Scheint zu weichen. So, ich mach mal kurz die Kamera aus. Ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Ich war schon auf dem Nachhauseweg zu diesem Weselberg oben, den 922 Fohlen Laden. Dann hieß es, den bring ich mit nach Hause und morgen früh fähr ich weiter. Der Bagger muss aber von Weselberg hierher nach Pirmasens. Was für Sinn macht denn das dann, wenn ich den Bagger mit nach Hause nehme? Also wird es heute Abend wieder 7 Uhr. Ihr glaubt gar nicht, wie ich die Schnauze voll habe hier drin. Okay. Vorziehen. Gib mir doch einen kleinen Gang, Mann. Ja, gucken wir, ob ich so wieder rauskomme.
Pixie gesucht und da links steht er eins. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Koppel da hinten weggeschoben habe oder nicht. Sieht mir nicht so aus. Da komme ich jetzt nicht mehr rum, ne? Oh, leck mich doch am Arsch. Sorry. Lad noch schnell. So, ich will hier noch ums Eck kommen und dann kann ich mich weiter ärgern. Du hin. Danke. Danke. So. Alles gut. Ist halt ein bisschen enger. Yeah.
schreiben oder sowas ähnliches, meine ich mal. Gegenüber des, ich weiß nicht, was da war, das haben wir. Wird ihr wissen. Richtig.
lief die ganze Zeit, okay. So, hab leer. Ich gucke, ob ich hier vorne, ob ich hier wirklich gedreht krieg. Hab ja so meine Zweifel, ne? Oder ob ich dann besser gleich rückwärts rausfahre. Ob ich dann besser gleich rückwärts rausfahren soll. Morgens um
halb sechs, sechs losfährt. Ja, vielleicht auch doch. Okay, da bin ich schon raus. Gut. Das passt. Das hat geklappt wie gedacht. War doch alles easy, oder? War doch alles easy. Puh, machen wir doch mit links. Halb sieben vorbei. Bin heute Morgen ein bisschen später raus. Ich fahre jetzt erstmal rüber in den Hof, lade die beiden Löffel ab, die ich noch geladen habe vorne auf dem Schwanenhals. Dann vermute ich werde den Königstiger umsetzen gehen. Vermute ich. Den oder ich fahre runter nach Baden in der Hafen und hol den 926 dort. Eins von den beiden Dingen werde ich heute Morgen mit großer Wahrscheinlichkeit erledigen. Vielleicht kommt doch was ganz anderes. Dann muss ich den 956 lade ich noch vor heute. Der wird kommende Nacht quasi oder morgen früh bei Zeiten. Wir fahren ja nur nach Landstuhl. Ja, das ist dann, wir fahren gegen 4, halb 5 etwa los. Falls die Polizei kommt, es ist wieder so eine Sache. Ja, angemeldet alles wie immer. Manchmal kommen sie, manchmal nicht. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, was ich treibe. Schauen wir mal. Fahr erstmal rüber. Auch ein bisschen Kultur mache ich hier drin. Hier sieht es aus wie bei Hempels und dem Sofa. Bis gleich. Der Ton nicht an. Oh, leck mich doch am Zicke, ey. Hoffentlich kann man mich jetzt verstehen. Ich bin echt ein Profi. Hat den doch an, oder hatte ich den nicht angemacht? Ja, vielleicht habe ich den dann nicht angemacht. Ich werde alt. Thank you.
So, hier vorne in der Kurve habe ich abgeladen. Oder war das hier? Ich glaube ja. Oder? War das noch eine weiter? Könnte da noch eine weiter gewesen sein? Okay, die war es nicht. Die war es. Diese hier war es. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch hier steht. Ist er das? Ja, scheint er zu sein. Oh, oh, böse. Böse gewohlt hier. Böse gewohlt hier. Gucken, wie wir das machen. Der Ast ist weg, das ist gut. Alles weich hier. Und am allerschönstes Buchenholz. Ne? Allerschönstes Buchenholz hier. Ja, der muss eh drehen, genau, das Schild muss eh nach vorne. Stimmt, Maschinenwagen. Oh, und ich gucke da nochmal raus. Der Reifen dreht schon durch. Hoffentlich komme ich hier nochmal raus. Hoffentlich kommen wir hier nochmal raus. Viertel nach neun. Ich bin schon wieder von der Autobahn gefahren. Habe ich schon gesagt, im Anschluss werde ich dann wieder meinen Tieflader breit bauen und werde den 956 vorladen. Aber bis ich zu Hause bin, ist es 10:30 etwa, keine Ahnung. Da machen wir das in aller Ruhe. Puh. Den Bagger vor und dann geht's morgen früh um 4:30. Aber Richtung Landstuhl. So, ich gerade mal gucken, jetzt kommt hier gleich die Abzweigung, ob hier noch die Baustelle ist, ob hier noch die Fahrbahn vereckt ist. Das Schild steht immer noch und ich meine, ich käme von der anderen Seite, hätte ich können nicht abbiegen. Meine ich. Kann mich auch täuschen. Thank you.
alles richtig gemacht. Sorry. Ich bin ja froh, dass ich, alter Sack, mir auch mal was merken konnte. Vorne geht es gleich irgendwo ab. Ich sehe es leider noch nicht. Richtung Falkenstein. Da fahre ich dann hoch. Und dann kommt irgendwo ein Schotterplatz. Ich denke, dass der Kollege, der Fahrer von dem Königstiger, dass der dann so steht, dass ich den sehe. Hoffe ich mal. Vorne kommen die gelben Schilder. Heißt dann aber auch, ich kann hier nicht Richtung, habe ich jetzt nicht geguckt, ne? Doch, eigentlich müsste ich doch links rum rausfahren können, oder? Eigentlich. So, hier wo das LKW-Special steht, da fahre ich jetzt ein. Vorne stehen. Okay, ich glaube, ich fahre eigentlich, ja? So frei. Ich bin so frei. Ah, da ist er doch schon. Da ist er doch schon, der Fahrer, oder? Das muss der sein. Gelben Jacke, doch, das muss das sein. Laden wir hier aber das. Aber wir laden hier auf der Straße ab. Und die ganze Matte liegen hier, okay? Laden hier auf der Straße ab. Okay. Fast sagen. Hier stehen. Müsste hinhauen. Abgeladen. Vorne steht der Apparat. Zurück. Alles gut. Ist jetzt natürlich so weit zurückfahren, dass die Fahrzeuge hier vorbeikommen. Ich hätte schon langsam gemacht. Immer auf drauf lehe. Danke. Danke. Dankeschön. Bitte, bitte. So, ich muss jetzt nochmal gleich Halle. Oh, ich glaube, ich habe gerade Holzbrunzer getötet, ne? Nee. Noch nicht.
gehört. Hat gerade eine Nummer aus der Tschechei angerufen. Da wollte ich jetzt gerade mal kurz, oder habe ich gerade mal kurz geguckt. Was das für ein Knallkopf, was, aber irgendwelche Betrugsmaschen, keine Ahnung. Also ich bin nicht rangegangen, sondern ich habe nur geguckt, habe mal gegulugulut, was das für eine Nummer ist. Ich bin jetzt zu Hause wieder. Werde jetzt den Tieflader auseinanderbauen. Machen wir aber in der nächsten Folge, mache ich Schluss für diese Folge. Danke mich fürs Zusehen. Ich freue mich so richtig, merkt man das? Aufs Fahren freue ich mich endlich mal wieder einen gescheiten Transport quasi. Aber das Ganze drumherum, oh. Egal. Wie gesagt, bedanke mich fürs Zusehen. Oh, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Dürft mir gerne Info geben, was ich besser machen kann, was ich mal filmen soll, was ob ich mal auf dem Beifahrersitz sitzen soll. Egal. Bis zur nächsten Folge. Hab ich dir schon mal gesagt? Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Ich bin total neben der Schuh irgendwie. Tschüss.